Bürgerspital. Wie geht's weiter? Ja, die Leute sind ja ausgezogen, es steht derzeit leer. Wir haben einen abgeschlossenen Wettbewerb und jetzt geht es darum, die drei Gebäude auf Verwertung zuzuführen. Der Reichertbau wird mit Sicherheit der Schule zugeschlagen. Hier gibt es ja bereits Planungen von dem beauftragten Architekturbüro. Der Mittelbau wird abgerissen. Der Stadtrat hat entschieden, dass hier eine Quartiersgarage kommt. Der Reicherbau mit der Kirche bleibt stehen. Hier, der ist sicher sanierungsbedürftig. Man wird sich noch überlegen müssen, welche Nutzung kommt rein. Altenheim wird nicht mehr in Frage kommen. Ich kann mir vorstellen, dass man Wohnungen kombiniert mit Studentenwohnen sehr gut dort unterbringen kann.